Der Campingplatz Seecamping Appesbach liegt in Österreich, direkt am Wolfgangsee. Herzlich willkommen! Wenn ihr auf dem Gelände angekommen seid, ist auf der rechten Seite die Rezeption. Hier wird euch auf der Karte gezeigt, wo ihr steht und genau eingezeichnet, wo ihr langfahren müsst. Auch bekommt man hier die Wanderkarten, Radfahrkarten und daneben ist auch ein kleiner Einkaufsladen. Der Platz ist terrassenförmig angelegt und wenn man Glück hat, sieht man auch den See. Die vorderen Plätze sind zwar teurer, haben aber dafür auch eine Terrasse aus Holz. Ja, und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie der Platz von oben angelegt ist, also direkt am Wasser. Ist man an den Obstbäumen vorbei, dann hat man auf jeden Fall genügend Platz. Es gibt mehrere Möglichkeiten, am Wasser zu liegen, auf einer Wiese und auch ins Wasser zu springen. Oder aber über dem Wasser die Beine baumeln zu lassen. In regelmäßigen Abständen haben wir Wasserzugänge gefunden, aber nicht direkt am Platz. Wogegen die Stromversorgung überall zu finden war. Selbst bei uns am Platz hatten wir zwei Steckdosen liegen. Das Mülllager findet ihr direkt am Eingang an der Schranke. Der Müll wird auch getrennt. In diesem Gebäude befinden sich die sanitären Einrichtungen. Hier geht es aber auch zum Surferstrand runter, während der Blick nach oben zum Restaurant führt. Neben den sanitären Einrichtungen befindet sich die Spülküche und hier ist auch ein Kühlschrank zu finden für die Zeltleute. Und eine Spülmaschine. Hier zeige ich euch die Duschen, die auch im Preis inbegriffen sind. Die haben eine Regendusche und auch eine ganz normale Dusche, ganz wunderbar. Und die Toiletten waren zu unserer Zeit sehr sauber und wurden auch regelmäßig gereinigt. Kinder finden hier rechts ihr Waschbecken, schön klein, damit sie auch drankommen. Vor dem Mülllager befindet sich dann hier auch noch ein Frischwasserbecken oder auch die WC-Toilette zum Reinigen. Alles tipptopp sauber, wir hatten nichts auszusetzen. Ein Kinderspielplatz darf natürlich nicht fehlen, ein Trampolin, eine Rutsche, etwas zum Spielen und auch auf dem hinteren Bereich findet ihr hier eine Schaukel und auch die Rutsche. Alles für die Kinder da. Und zu der Tischtennisplatte gehört auch noch ein Kicker, der ist dann aber überdacht und befindet sich neben dem Sanitärgebäude. Auf der rechten Seite seht ihr das Elektroboot, das könnt ihr mieten und einfach den See in aller Ruhe genießen. Oder ihr nehmt euch den Gustav und trampelt selbst und verlasst euch nicht auf Strom. Langweilig wird es einem auf jeden Fall nicht auf diesem Campingplatz. Oder ihr trinkt euren Eiskaffee in diesem Liegestuhl, schaut auf die Berge und auf das Wasser und genießt. Und leiht euch dann Stand-Up-Paddling aus. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal getestet. Ich wurde kurz eingewiesen und es hat super geklappt. Hat Spaß gemacht. Oder ihr verbringt eure Zeit einfach beim Relaxen. Wunderbar! Hier hat man sämtliche Möglichkeiten, einfach mal seine Seele baumeln zu lassen. Also ihr seht, es ist für alle irgendetwas da. Für die Kleinen, für die Mittleren, für die Großen. Es ist nicht langweilig, es ist schön, es ist aber immer noch ein kleiner Campingplatz, der ganz gemütlich und eine absolute Ruhe ausstrahlt.
Aber das ist ja noch nicht alles. Es gibt noch einiges, was ich euch hier zeigen möchte. Smaragdblaues Wasser findet man also nicht nur auf Sardinien. Ihr könnt auch mit dem Fahrrad einige Kilometer um den See machen und an sämtliche Badestrände noch gelangen, auf der anderen Seite des Ufers. Den Blick immer in die Berge. St. Wolfgang ist auf jeden Fall mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß zu erreichen. Zu unserer Zeit im September waren wir jeden Tag schwimmen. Es war so herrlich. Ob mit einer Luftmatratze oder mit einem Ring, es ist einfach schön, das Wasser zu genießen. Ich glaube, das kann man sich gerade vorstellen, wenn man die Aufnahmen sieht. Tiny-Häuser kann man sich ja auch mieten für unterschiedliche Personenzahlen. Für zwei Personen gibt es die auch. Auch E-Bikes kann man sich ausleihen, um den See zu erkunden. Oder aber man geht quer über den Campingplatz auf die andere Straßenseite und findet hier den Reiterhof. Ich denke, man kann diese Pferde hier mieten. Das sind Islandpferde oder Islandponys. Ich denke, es kommt auf den Versuch drauf an, da einfach mal nachzufragen. Oder ihr fahrt mit dem Fahrrad in das 3,5 bis 4 Kilometer entfernte Strobel, um hier Wasserski zu fahren. Noch nie gemacht? Dann wird's Zeit. Schwer sieht's jetzt nun nicht aus. Einfach nur festhalten, den Rest macht das Boot. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Ich hätte den ganzen Tag dabei zugucken können. Viel zu gucken gibt es in Strobel jetzt nun wirklich nicht. Ein paar Cafés und ein Restaurant, wo man sich vielleicht was essen kann. Aber dann geht's einfach mit dem Rad ein bisschen weiter und man setzt sich einfach wieder auf eine Bank und genießt die Zeit. Unsere Zeit ist auf jeden Fall viel zu schnell umgegangen. Wir waren insgesamt 4 Tage vor Ort und haben uns sehr, sehr gut erholt. Wir konnten jeden Tag schwimmen gehen und wir hatten wirklich mega Glück mit dem Wetter. In der Videobeschreibung gebe ich euch noch die Adresse und die Telefonnummer durch und auch die Internetadresse, damit ihr auch die Preise und alles Weitere erfahren könnt und nicht extra suchen braucht. Ich würde mich über ein Abo von euch freuen und sagt bis bald!